Part of your lumpen pack. The part of your lumpen pack. Ha! Ich würde für Sie sterben. Ja, sterben würde ich für Sie. Vorne! Die Höhle ist es! Hoffentlich sind wir nicht zu spät! Na wartet, ihr Lumpenpack! Na wartet, ihr Lumpenpack! Meine Oma ist wehrhafter als du. Na warte, ihr Lumpen! Ich bin schneller, als ich noch sehe. Na warte, ihr Lumpenpack! Na warte, ihr Lumpenpack! Der Schöpfer wird euch strafen. Sie ist nicht hier! Waltraud! Waltraud! Liebstes, wo bist du? Habt ihr das gehört? Waltraud! Da bist du ja! Wollten sie dich schlachten, diese Gauner? Keine Angst, jetzt bist du in Sicherheit. Ich danke euch für eure Hilfe. Das habt ihr beim Karbeiter Baumeister gefunden? Und er... Das ist aber eine sehr, sehr pikante Information. Ihr... Ah, da... Bevor der Krieg losging, da habe ich einen Spion auf Elvard angesetzt, weil ich gehofft habe, so das Braurezept fürs Ebru-Karbeit zu bekommen. Gleich danach sind die Soldaten einmarschiert, aber mein Spion konnte mir trotzdem Bericht erstatten. Das Rezept habe ich leider noch nicht, aber ich weiß, dass Elvard nichts lieber wollte, als aus der Stadt zu verschwinden. Da hat er was ausgeheckt. Wisst ihr, die Karbaiter werfen gelegentlich ein großes Fass mit totem Viehzeug und so, halt allem, was Krankheiten verursacht, über die Mauer in den Fluss. Die Fässer stinken irgendwann so sehr, dass die Soldaten da draußen sie nicht an... Elvard hat sich also eine seiner leeren Bierfässer geschnappt und hat es wie so ein Seuchenfass aussehen lassen. Dann hat er ein paar Idioten dafür bezahlt, dass sie das Fass über die Mauer werfen. Mit! Jedenfalls weiß ich, dass er mit seinem Fass in Erotin nie angekommen ist. Das hat mein Spion gesagt, denn der wollte Elvard dort eigentlich... Reicht das? Mehr weiß ich wirklich nicht, bei meiner Power-Ehre. Jetzt entschuldigt mich. Thank you.
Ja, bitte? Nein, kein Internet.
Ungeziefer.